Mittelfeldspieler Jakub Jankto von Sparta Prag hat sich als erster aktiver Fußballprofi der tschechischen Elite-Liga geoutet. Nach dem Australier Josh Cavallo im Jahr 2021 und dem Engländer Jake Daniels im vergangenen Jahr ist Jankto der dritte aktive Profi, der mit seiner Homosexualität an die Öffentlichkeit geht. Ich bin homosexuell und ich möchte mich nicht länger verstecken, sagte der 27-Jährige in einem am Montag in den sozialen Medien geposteten Video. Er wolle sein Leben in Freiheit führen, ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe, betonte der 45-fache tschechische Nationalspieler, der auch 2021 bei der Europameisterschaft zum Einsatz gekommen war. Ein Sprecher der tschechischen Nationalmannschaft erklärte, durch Janktos Coming Out ändert sich nichts. Auch sein aktueller Verein Sparta Prag, an den er vom spanischen Erstligisten FC Getafe ausgeliehen ist, reagierte positiv. Du hast unsere Unterstützung, lebe dein Leben, Jakub, schrieb der Club bei Twitter. Der deutsche Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger schrieb in den sozialen Medien zum Coming-out Janktos: Was für ein Spieler, was für eine Persönlichkeit. Der 40-Jährige hatte 2014 nach dem Ende seiner Spielerkarriere als erster prominenter deutscher Fußballer seine Homosexualität bekannt gemacht. Gut gemacht, Jakob, dass du dich zu Wort meldest und anderen den Weg zeigst, lobte der Weltmeisterschaftsdritte von 2006. Der VfB Stuttgart schrieb zu dem Video von Jankto auf Twitter: Gratulation, Respekt und Liebe aus Stuttgart. Wir stärken dir den Rücken. Ähnlich war die Reaktion von Borussia Dortmund. Respekt und Danke, Jakob. Fußball ist für alle da, erklärte der Bundesliga-Dritte auf Twitter und setzte eine Regenbogenfahne dazu. Auch der Trainer des FC Bayern München, Julian Nagelsmann, zog verbal den Hut vor Jankto. Ich erachte es als mutig, aber es sollte Normalität sein. Die Welt ist sehr bunt. Das tut der Gesellschaft gut, sagte Nagelsmann auf einer Pressekonferenz am Montagabend. Jankto spielte jahrelang in Italien bei Udinese Calcio und Sampdoria Genua. 2021 wechselte er in die erste spanische Liga zum FC Getafe. Beim tschechischen Hauptstadtverein Sparta ist der gebürtige Prager seit Beginn der laufenden Saison im Einsatz. Tschechien gilt unter den mitteleuropäischen Ländern als vergleichsweise liberal, was die Akzeptanz von Homosexualität angeht. Schwule und Lesben können eine registrierte Partnerschaft eingehen. Eine Heirat bleibt ihnen aber verwehrt,